Hallihallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Grim Dawn. Es geht weiter. Wir haben das letzte Mal einen Skelettschlüssel gecraftet mit Chitons Blut. Haben wir tatsächlich nur noch ein einziges gehabt. Ja, jetzt werden wir den nutzen, um hier in dieses Tor reinzugehen. In welches wir nicht wieder mit einem Portal rauskommen werden. Kellereingang. Ich hoffe einfach, dass es dort kein Rift-Krams gibt, ne? Hier diese... Ah, danke. Da wir kein Dings haben, werden wir auch wieder nur durchlaufen. Sofern möglich. Also hier ist wieder egal, ob ich es erkunde oder nicht. Da geht's nicht lang. Deswegen werden wir diesmal nicht so viel Zeit wasten wie das eine andere Mal dort. Aber ich glaube, hier sind tatsächlich etwas stärkere Gegner hier drin. Ne? Oh nein, die können doch diese Rift-Dinger hier spawnen lassen, Mann. Diese Eta-Rifts. Was so ultra viel Damage macht. Ah, verdammt, da sind sie auch wieder. Also wir haben hier Gift, wir haben hier Ätherschaden, wir haben viele Gegner, wir haben starke Gegner. Vielleicht wird das tatsächlich unser erster Tod hier drin, ne? Weil jetzt kommen wir nämlich nicht mehr zurück. Keine Option mehr auf zurück. Okay, was sind nur diese Dinger hier? Alles klar, verstehe. Sehr gut. Das war gerade ein Boss gewesen, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, wir haben genug Tränke, wir können auf jeden Fall, wenn wir kiten, können wir die wieder killen, easy peasy. Doof ist natürlich, dass er wahrscheinlich stärker geworden ist. Alter, seine scheiß Rüstung. Ist die Rüstung krass, oder? Wie viel die einfach abgehalten hat. Rot. Oh, hier sind die wieder weg, die ich letztens für die Kopfgeldmission brauchte. Ich hab sie gefunden. Holztür. Aha. War auf der Karte gar nicht angezeigt, dass es da weiter ging. Port Valbury. Was ja witzig. Wir sind also nicht die ganze Zeit im Dungeon, sondern wir kommen tatsächlich raus. Sehr cool. Port Valbury Altstadt. Oh, ist doch schön, dass wir nicht nur in einem modrigen Keller drin sind. Gefällt mir. Hier hingegen müssen wir allerdings wieder erkunden, weil hier ist es relevant. Weil wir es hier auf der Map sehen können. Wir müssen nicht zwangsweise alle Gegner kennen. Werden es natürlich trotzdem machen, wenn es sich anbietet, ne? Logisch. Warte, vielleicht weil sie es auch müssen. Also mich sonst. Hallöchen. Die Tons Fadenschärpe. Vielen Dank. Habe ich ihn gekillt mit einem Attack? Nee, da hätte ich mich gewundert. Wir haben schon sehr viel Schaden verursacht. Oh, noch ein Held.
Fast gestorben. Huch. Wie zum Geier können die mich so krass damagen? Stirbt. Ja, ein Schatz von wo ich ein Dynamit brauche. Wir haben noch 4 Dynamit, ist okay. Können wir mitnehmen tatsächlich. Sehr nice, aber wir brauchen wieder. Naja, eins reicht. Schön, dass es auf der anderen Seite gewesen ist. Komme ich da hin? Das ist eigentlich nur ein Manticore-Auge, eigentlich ist es nicht wertvoll, aber... Ich meine, jetzt haben wir Dynamit dafür ausgegeben, jetzt gehen wir da auch hin. Oh, doch, das ist ein Bauplan. Den habe ich gar nicht gesehen. Ach, hau doch ab. Gut, mal gucken, was passiert, wenn wir sterben sollten. Wovon ich natürlich erstmal grundsätzlich nicht ausgehe. Weil wir strong sind. Aber man kann nicht wissen, ne? Ein starker Gegner. Acer Blaze ist da drüben. Wir kommen alle zu mir, sehr schön. Muss ich wenigstens nicht auf der Pampe kämpfen. Oh, nochmal. Wächter Orders. Mal Items mitnehmen, wichtig. Mhm. Da ist noch eine Hütte, da komme ich noch nicht rein. Hier will ich auch gar nicht rüberlatschen. Mir zu risky. Ich versuche von der Seite reinzukommen. Sofern machbar. Ja. Nehmen wir noch einen Bauplan. Ja, was noch mitnehmen, würde ich sagen. Erstmal einfach lesen. Maivins Linse. Werde ich ja sowieso später sehen, wenn ich mal wieder Gegenstände crafte, was ich so machen kann. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass wir irgendwas verlieren sollten. Also außer XP werden wir nichts verlieren wahrscheinlich. Fortschritt der Altstadt. Hau ab. Dynamit, Hallöchen. Kommst du denn her, du leckere Saftigkeit? Aber nur Scheiß, wo es hier überall lang geht, ist ja Wahnsinn. Für dieses Riesenareal, was ich bisher freigeschaltet habe. Das ist ein verdammtes Rift gewesen. Aber es ist natürlich ein komplett neuer Ort gewesen. An dem wir sonst nicht dran gekommen wären. Nice. Level 10. Tagebuch von Page Renold, Teil 5, war. Da geht es aber auch noch rechts lang. Ja, kann ich mich nicht teilen, wa? Gehen wir erstmal hier lang. Okay, hier geht es sowieso nicht weiter. Ich glaube, so eine Metallschatulle. Fünf Milliarden. Dinge, die wir wieder vorlesen müssen.
Aber das Level ist schon deutlich schwieriger, finde ich. Warum droppt es ständig Items? Immer grüne, die ich mitnehme, weil, keine Ahnung. I don't know, die Frage ist, wo muss ich hin, ne? Eine heroische Truhe, aha. Naja. So heroisch war die jetzt auch nicht, oder? Huch! Es verfolgt mich! Boss? Kein Boss. Oh Mann, jetzt muss er was rumbrüllt. Puh. Ist das weitläufig? Oh, schon das die dritte Tasche, die gefüllt wird. Aber ich Job hat auch so viele grüne Items, ich weiß ja nicht warum. Ja, ich freue mich drauf. Kein Plan, ob ich hier richtig bin. Ja, da kommen jetzt wieder diese Ätherscherben und alles. Ach guck mal, die haben 35.000 Leben. Sehr widerlich. Festungseingang. Und die Frage ist, gibt es hier halt noch irgendwas, was ich hier erkunden muss, weißt du? Oh, das macht überhaupt keinen Spaß gerade, muss ich sagen. Vor allem, wenn wir halt sterben, ist das halt alles umsonst gewesen. Oh, ein Held. Gelisten der Wiedergeborene, sehr schön. Und er wurde einfach wiedergeboren, tatsächlich. Ich glaube, wir hier irgendwo lang. Passt schon. Wir haben da halt noch einen Festungseingang. Na, Port Valbury ist halt tatsächlich eine Festung. Wir sind hier noch in der Altstadt. Oder ein Kersel, ein Schloss. Ich glaube, ich muss die erstmal killen, tatsächlich, bevor ich hier weitermachen kann. Ach, sind auch fast alle tot. Und leider wieder die Wolke.
Die Wolke möchte mich killen. Aber ich finde es ganz gut, dass wir den Hund dabei haben, tatsächlich. Das ist sehr, sehr praktisch. Weil er einfach die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich lenkt. Das gefällt mir sehr. Wir den haben, danke. Ätherbarriere. Jaren, der Seuchenverformte. Oh shit. Wollen wir nochmal diesen Trank nutzen? Ein Mana-Trank. Aber wir machen so viel Schaden durch unsere ganzen Schäden. Bluten, vergiften, Wundschaden. Er hat genau den gleichen Schildstoß wie ich, ne? Den kann man nicht dodgen. Das, wenn man sich hinter den Dingern versteckt, treffen die einen meistens trotzdem. So dumm. Ja, warum die Ecke slidet. Aber hey, okay, Jaren hat mal gekillt. Jarens Tagebuch, was habe ich getan? Verdammt, das. Ekelhafte Grütze, in der ich hier rumlaufe. Ne, ist mir zu risky. Ich laufe oben lang. Aber schön, dass ich Stufe 44 erreicht habe. Aua. Ne, wir laufen da lang. Oh, wir haben 6 Punkte sogar. Ah ja. Rüstungsabsorption ist in Ordnung. Kraftwelle verbessern wir. Das verbessern wir da nochmal einen Punkt rein. Ich habe echt 2 Level. Habe ich gar nicht gemerkt, ne? So, da unten gab es halt noch eine. Könnten wir theoretisch noch lang. In diesem Bereich hier. Oh, der ist nicht so wichtig. Da wären ein paar Ether-Dinger wahrscheinlich noch drin gewesen, auch nicht so wichtig. Uff, ab in die Festung. Jetzt kommt der größte Teil wahrscheinlich. Oberstadt. Hier, wo läuft ihr lang? Sie laufen, okay, sie laufen einfach ultra weit außen rum. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Entspannt euch mal. Und diese Sniper, die machen so viel Damage. Sehe ich da einen Händler da vorne? Rechts oben auf der Minimap. Oh, Wächter. Wächter Ligrad. Hallöchen. Ein Fahndungsplakat. Aha.
Respektiert haben wir bekommen. Das ist tatsächlich ein Händler, ne? Ist ja ulkig. Aber mal gucken, wie ich zu dem hinkomme, hm? Wenn hier Milliarden Gegner sind. Eine gequälte Seele, das ist was anderes, das ist gar kein Händler. Würde ich jetzt einmal behaupten. Oh, das ist keine Laune mehr hier, echt ohne Scheiß. Vor allem, man kann halt nicht mal Pause machen. Man kann nicht mal mehr ein Dings mitnehmen wahrscheinlich. Nicht mal mehr ein Stück was zu lesen. Diese gequälte Seele interessiert mich. Aber wo ist sie? Hä? Okay, verkaufen erstmal. Aber diesen Gegenstand nicht annehmen. Okay. Relikt Talisman des Klingentänzers. Es ist ein hervorragendes Relikt. Kostet 30.000, nehmen wir mit, oder? Erstmal lernen. Sieht vielleicht nach einmaligen Dingen aus, die man hier kaufen kann. Okay, also er nimmt nichts an. Faszinierend. Okay, aber immerhin habe ich mir ein Dings gekauft. Ist okay. Jetzt trotzdem die Frage, wo wir langlaufen. Weil es hier einfach Milliarden Wege gibt. Uiuiui. Ui, ui. Milliarden Wege, Milliarden Kisten. Milliarden Items. Gegner. Ich habe keinen Plan, wo ich hier langlaufen muss. Wenn mir das anzeigen würde, wo es lang gehen würde, weißt du? Hier bin ich rein, hier unten, ne? Da hätte man unten auch noch langlaufen können. Ja, wir laufen erstmal den Hauptweg lang. Was soll schon passieren, ne? Eine verdorbene Truhe. Festerles Schläge. Und Aldana und Stern und Bonebreaker, okay. Ich bin gehasst bei den Ätherischen. Verstehe ich gar nicht wieso. Hau mal ab, Alter. Ich will meine Kiste aufmachen, du Scheißding. Echt noch Schrott dran, ne? Kommt das die Treppe ernsthaft hoch, ja? Ich fühle mich ja echt wie so in einem Horrorfilm, ne? Laufen da hinten weiter lang. Oh, verschwunden. Aha, eine verdorbene Truhe, also. So, so. Aber wie komme ich denn da lang? Na super. Komplett außen lang laufen, oder wie? Da ging es lang. Okay. Dann müssen wir da wohl lang, ne? Kommen wir nicht drum herum. Aber da komme ich nur über das Haus lang. Da komme ich nicht. Komme ich hier, glaube ich, auch hin, oder? Na, wir können ja links lang. Eieieiei. Was ist das denn bitte für ein Areal hier, ja? Hier geht es nicht weiter. Die Frage ist, ist hier noch ein Tagebucheintrag, was ich dann irgendwann ignorieren kann? Mal gucken, ob ich überhaupt alle lesen werde. Es sind etwas viele geworden. 30, 40 gefühlt. Stunden, die ich das dann lesen müsste. Hm. Ich will hier hoch.
Achso, ich komme. Ja, ich verstehe. Natürlich muss ich außen lang laufen. Und zwar da oben lang, um dann rechts lang zu können. Unten lang. Aber wenigstens ist hier gerade mal ein bisschen Ruhe. Ich würde auch gerne alles wegwerfen. Was grün ist. Eigentlich sollte ich es machen, ne? Ich weiß halt auch nicht, warum der das droppt. Gerade das, was ich eh nicht anlegen kann. Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Ach, Sprengmeister ist eh egal. Mit Nebenhand. Vielleicht 412 würde ich niemals kriegen. Arkan, das habe ich nicht. Alles eigentlich weg, weil es ist eigentlich nur noch, eigentlich nur blau. Ich will kein Grün mehr haben. Weg damit. Grün kannst du ja sonst. Grün kannst du ja sonst wo hinstecken. Hier, wir müssen tatsächlich außen lang laufen, ne? Natürlich, was sonst? Das wäre ja sonst. Nicht so lang. Das Spiel. Aber ist auch noch optional. Das müssen wir theoretisch nicht machen. Machen wir aber, weil ich einfach neugierig bin. Hau ab. Wächter Brandis, hallöchen. Ich dock dich nur mal zurück. Kein Bock, dann noch mehr Leute reinzulaufen. Und auch eigentlich nicht, kein Bock, in dieses Ding da reinzulaufen. Dynamit, nice. Ein Hoch auf unsere hohe HP-Rick, ne? Mit das Grüne lassen wir jetzt auch alles liegen. Das ist nicht mehr relevant. Nur noch blau. Blau und höher. Deswegen würde ich es schöner finden, wenn mir das Grüne gar nicht mehr angezeigt werden würde. Aber der Beutefilter scheint nicht so richtig zu funktionieren. Ah, hier sind Milliardenkisten, aber die ist mir ziemlich egal. Muss ich nicht alle mitnehmen. Genau, hier wollte ich nämlich hin. Um dann hier rüber zu laufen. Und irgendwann vielleicht mal da anzukommen, wo ich hin muss. Mal gucken, hm? Wir können ja hin und wieder mal mit dem Mauscursor drauf, um zu schauen, was das für Items. Alter, der hat ernsthaft gerade super viel Damage gemacht. Holy shit. Die Sniper sind echt räudig, ne? Ja, wo jetzt lang? Okay, geht's gar nicht lang. Also können wir nur nach oben. Das ist ein bisschen räudig, oder? Das ist einfach 3 Millionen... Alter, guckt euch dieses riesige Areal an, ohne Scheiß. Das ist einfach nicht mehr lustig.
Da braucht ich halt ein Skelett-Kina. So ein riesig fettes Areal. Also ich habe tatsächlich als Magier oder so hätte man es echt schwierig in dem Game, glaube ich, ne? Planänderung. Van Eldreths Thron. Das ist aber nicht mehr hier, ne, Freundchen? Da ist nichts mehr. Treppe da unten am Arsch. Ich glaube, die werden wir langlaufen müssen, ne? Es geht aber noch weiter. Naja, ich werde es nicht erkunden. Aber hier ist das Ende. Da geht es nur noch nach unten, wo wir gerade schon gewesen sind. Ja, moin. Ich glaube, ich habe ja einfach in diesem Areal gefühlt 10.000 Monster getötet. Mein Counter ordentlich gepusht. Ja, ich habe vieles erkundet, muss man dazu sagen. Also es gibt wenig, was ich nicht erkundet habe. Bin ich schon stolz auf mich. Stadtrat, Hellos, Garl und Van Eldritch. Ja, das Easy ist halt wirklich, ich muss einmal angreifen. Und den Rest macht meine Wundschaden und meine Verbrennungsschaden. Man muss schon wirklich sagen, ich bin echt froh, so geskillt zu haben. Einmal angreifen, 10.500 Schaden. Einfach auf passiv. Stell dich vor, müsste die echt alles einzeln killen. Die leben. Ah, die haben ein Schild bekommen, warum? Okay, der Schild verschwindet. Nummer 1 ist tot. Nummer 2 ist tot, Nummer 3 ist tot. Der Overlord vanquished, den Oberherrn besiegt. Puh. Na, reicht mir tatsächlich aber auch. Meine Güte, da oben war noch was. Ein abgelehnter Konsens. Ein Monolith bewegt sich in der Nähe, wie bitte? Ausweg aus der Stadt. Ich würde aber gerne erstmal da unten hin. Wieder ein Bauplan. Okay, kann man später angucken. Okay, Leute. Eldritchs Privatquartiere. Bevor wir weitermachen, kurz kleine Pause. Puh, das war heftig gewesen. Was ein langes Areal, ey. Wir sehen uns nächstes Mal wieder von Grimdawn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.